All right, let's now shift our focus to Europe, where Austria's upcoming conservative right government has set out its objectives, which include support for the European Union and also a desire to lift sanctions against Russia. Now, Austria is also set to become the only Western European country with a far-right party in the government. This after Heinz Christian Strache's Freedom Party and also Sebastian Kurz's People's Party struck a coalition deal on Friday. The coalition plans to make referendums more widely available for people. Unlike France's National Front, the FPO has backed away from calling for a referendum on leaving the European Union. But Kurz also has obtained a guarantee that a Brexit-style vote will not be held in Austria. Wir stehen zur Europäischen Union. Wir stehen zum Friedensprojekt Europas. Wir sehen die eine oder andere Entwicklung kritisch und haben hier andere Positionen, die wir natürlich auch artikulieren werden und auch Partner da oder dort suchen werden. Das ist das demokratische Spiel und die demokratische Gegebenheit. Worden ist zum Bereich der Sanktionen gegen Russland. Ja, wir würden uns wünschen, wenn die aufgehoben werden. Wir werden da auch versuchen, uns einzubringen als Mediator, wenn man das wünscht, und versuchen, eine Lösung zu finden im Interesse Europas, dass Europa und Russland wieder enger zusammenkommen.